Lieben, ich habe gerade schon mal ein Video abgedreht. Und zwar bin ich hier in Phuket, auf Phuket. Das habe ich gerade eben schon mal im ersten Video erzählt. Heute ist nicht so ganz perfekt, obwohl jetzt gerade die Sonne rauskommt, wie ich sehe. Darum werde ich gleich schnell wieder zum Pool gehen. Aber ich wollte euch jetzt mal ein paar Sachen zeigen, die ich mir bisher hier auf Phuket gekauft habe. Wohlbemerkt, ich habe echt Geld gespart, um mir hier dekorative Kosmetik zu kaufen. Diese werde ich mir jetzt bei Sephora in USA bestellen, weil hier ist alles so teuer. Eine Urban Decay Naked Palette kostet hier umgerechnet ca. 78 Euro. Also geht gar nicht. So ein paar Artikel habe ich, die von NARS zum Beispiel, die sind halt genauso teuer wie in USA und deswegen habe ich mir dort zwei Artikel geholt. Eins von NYX und dann so ein paar Sachen für zu Hause für meine Freundinnen oder was auch immer. Also schade eigentlich drum, ich hätte es mir anders vorgestellt. Aber gut, dann nehme ich halt Geld mit nach Hause und gebe es halt bei Sephora aus. Ich habe mir zum einen ein NARS Blush gekauft. Hier ist die Verpackung davon. Das NARS Blush hier ist es auch die Schrift von Thai drauf. Hat umgerechnet ca. 30 Euro gekostet. Das ist die Farbe Amour, die trage ich auch gerade, habe ich extra aufgetragen. Normalerweise schminke ich mich hier wirklich gar nicht. Das ist so krass. Ich habe nur Lidschatten immer drauf. Mascara. Und die Farbe sieht so aus. Eigentlich so gar nicht so eine Farbe, wie ich gedacht hätte, dass ich mir die kaufen würde. Aber sie sieht echt richtig schön aus, weil sie so ein Peach mit Rot-Pink ist. Und die Farbe gefällt mir sehr gut und die durfte dann halt mit. Wahrscheinlich natürlich auch, weil ich total frustriert war, dass ich... dass hier sowas von teuer ist, das Zeug. Ja, und dann habe ich mir noch ein Produkt, wie gesagt, von NARS, den Radiant Creamy Concealer geholt. In der Farbe Medium 1, okay, den habe ich mir geholt, ja. Ich habe mir den halt von einem netten jungen Mann, habe ich mich beraten lassen, habe ihm gesagt, dass ich normalerweise heller bin und so. Und dann hat er gesagt, dass die Farbe hier gut für mich sei. Und ich glaube auch, das ist halt auch so eine Farbe, die ich mir halt ausgesucht hätte, wenn ich jetzt keine Hilfe bekommen hätte. Und der war auch ca. 30 Euro. Ja. Und dann habe ich mir noch das Dewy Finish Setting Spray von NYX geholt. Das war teurer als in Deutschland, aber ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, hol es dir, Jenny. Das hat ungefähr 12 Euro gekostet. In Deutschland kostet das 10. Gut, das sind halt so Dinge, wenn man halt ein bisschen traurig ist, dass man hier nichts findet, holt man sich aber irgendeinen Scheiß. Und dann durfte das Spray mit. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, weil ich bin hier sowas von einem glowy und total schwitzig unterwegs. Da brauche ich sowas jetzt nicht. So, jetzt kommen die ganzen anderen Produktchen. Eigentlich nichts Besonderes, aber nur Kram. Zum einen habe ich mir ein... achso, auch so eine Hose, aber die passt nicht. Das ist so eine... Ach ja. Meine Güte. Ich mache hier einen Krach. So eine Hose, die habe ich, die passt leider nicht. Die habe ich mir gekauft. So sieht die aus. Die tragen ja irgendwie alle Urlauber. Ja, die hatte ich mir geholt für einen so Tempel oder sowas, weil man muss da ja lange Hose anziehen als Frau. Dann habe ich mir ein Strandkleid gekauft. Das hatte ich allerdings schon als normales Kleid an mit einem Gürtel drauf. Das ist so ein Batik-Kleid und ganz normal geschnitten und es ist irgendwie für alle Mann tragbar, weil das so weit ist. So. Dann habe ich mir so Schärchen geholt. Und zwar aus einer Kokosnussschale. Die ist halt trotzdem so ein bisschen geschliffen, dass es so weich, also glatt ist. Und innen drin sind da so Mosaiksteinchen. Und die fand ich so schön. Da habe ich mir persönlich zwei Stück geholt. Einmal diese, die ich euch gerade gezeigt habe. Und dann noch, die habe ich für Chris. Und diese hier noch. Finde ich sehr schön, die Teile. Und da ich weiß, dass Chris mit Sicherheit auch was aus dem Urlaub mitgebracht hätte, wenn er gefahren wäre, habe ich für ihn auch noch eine Schale. Ich fand die hier dann auch noch sehr schön. Die habe ich für Chris dann mitgebracht. Und ich werde ihm dann noch Gewürze holen, die ich dann noch damit hereinlegen kann. So. Da ist hier, wenn wir Bier trinken, das tun wir doch ganz schön öfter, gibt es dann halt immer so um
die Bierflaschen herum, haben die solche Thermoteile, damit das Bier halt kalt bleibt. Und die finde ich so cool. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich eins für meinen Papa mit. Und nee, das ist nicht für Papa. Achso. Das ist für Papa. Und das hier nehme ich mit für meinen quasi Schwager, weil ist ja auch ganz schick. Und dann habe ich mir natürlich auch noch zwei geholt. Ja, obwohl, vielleicht nehme ich die beiden hier für Papa und für mein Dings, weil ich finde, das hier ist das Original Shang, weil das Shang-Bier, das mag ich voll gerne. Ist zwar auch Shang, steht hier drauf, aber ja gut. Und ich habe mir halt zwei mitgenommen, weil wenn ich halt mal Besuch habe, damit jeder eins hat, ich finde das besser. So, und dann habe ich hier etwas, das war glaube ich das erste, was ich hier gekauft habe, was ich mittlerweile ein bisschen, naja, geblockt finde. Aber gut, ich habe mir mir bzw. auch den Mädels zu Hause habe ich Taschen geholt. Entweder kann man die als Kosmetikbeutel benutzen oder als Tasche zum Weggehen. Dafür hat man hier so Ketten bekommen mit so kleinen Karabinerhaken. Die macht man dann hier an der Seite fest und dann hat man so eine kleine Klatsch, die man sich natürlich auch so nehmen kann. Ich will jetzt nicht runter, weil ich bin total am Schwitzen. Oder halt ganz normal nehmen kann. Und ich finde die eigentlich ganz cool. Und die haben umgerechnet ca. 2-3 Euro gekostet pro Stück. Ja, 3-4 ca. Und da vorne steht halt auch noch dieses Bangkok Authentic. Genau drauf. Und dann weiß man, es ist wirklich aus Bangkok. Was mir persönlich auch irgendwo am Herzen lag, weil ich finde das schön. Und hier innen drin ist halt auch ein Fach für das Handy und so, finde ich. Ich finde die echt süß. Und da habe ich mir einmal so eine ausgesucht, so ein bisschen nietenmäßig. Und da ist noch so ganz leicht Glitzer mit dran. Dann eine komplett aus Glitzer, wie man sieht. Seht ihr das? Dann eine, die erinnert mich so ein bisschen an so eine alte Geschichte. Da ging es um so einen Fisch. Das fand ich total süß. Seht ihr das? Total cool. Voll cool. Ja. Ja. Um so einen Fisch, der so Schuppen abgegeben hat. Also ich habe halt mehrere gekauft, weil ich glaube, wenn man 6 Stück nimmt, hat man einen umsonst gekriegt oder so. Ja, total bescheuert. Dann die hier, die ist auch cool. Ja, so. Dann so ein bisschen Schlangenleder-Optik, seht ihr das? Ja, auch cool. Gefällt mir sehr gut. Und die letzte von den Taschen ist halt eine so aus Kork. Mit so silbernen Friddeln drin. Voll schön. Ja, also megamäßig. Und eventuell, die ich abgeben würde an Freundinnen, ist auf jeden Fall die hier. So, und dann, ich weiß nicht, ob mir die hier besser gefällt oder die mit diesem Fisch-Dings. Also zwei Stück gebe ich auf jeden Fall davon ab, wenn nicht auch die schöne, geile Glitzer hier. Ja, ich bin da sehr von angetan und mit diesen Ketten dran. Also man kann die, wie gesagt, entweder so als Kosmetiktäschchen benutzen oder als Klatsch oder als Handtasche. Voll cool. So, dann habe ich meinen kleinen Neffen, habe ich hier sowas hier mitgebracht, weil wir sind abends durch Palon, genau, sind wir gegangen. Und dann haben die diese Schleudern hier so in den Himmel geschossen. Das ist wie so ein UFO, wirklich supergeil, runtergeschossen. Und die habe ich ihm mitgebracht. Supergeile Teile, also meine Güte, also kitsch, aber super cool. So, dann habe ich für meine anderen Mädels, habe ich so kleine Portemonnaiechen. Die finde ich auch schön. Also ich bin ja so, ich mag sowas, ja. Zum Weggehen oder sowas braucht man sowas immer. Und hier ist halt dieses thailändische Muster mit den Elefanten drauf und mit dem kleinen, ja komm, geh schon auf. Nehme ein anderes, das typische Vorführeffekt. Auf jeden Fall, nee, sind alle, gehen die alle nicht auf, doch, ich habe schon gedacht. Auf jeden Fall kleines Portemonnaiechen, finde ich super. Davon habe ich halt auch ein paar geholt. Und zwar, so dieses Muster, halt alle Muster sind irgendwie gleich, aber halt andere Farben, rot. Dann dieses hier. Das würde ich gerne selber behalten. Und dann noch eins in lila. Ja. Und dann habe ich auf dem Markt, habe ich mir so diese coolen, wie nennt man sie, Stirnbänder geholt, die man hier will ich die nicht anziehen, aber in Deutschland sucht man sich ja dumm und dämlich danach, die haben 50 Cent gekostet jeweils. Auch sowas hier, die kann man sich so, da ist ein Draht drin, dann kann man sich das direkt so wie so ein Bandana umbinden. Das hat 25 gekostet, also um die,
Ja, 50 Cent maximal alles, die anderen 40 vielleicht. Ist richtig, was ich jetzt sage? Ja. Und dann halt mit Blümchen. Ich habe viele davon geholt. Also dann nochmal so ein Stirnband, was ich im Winter tragen kann oder so bei uns in Deutschland. Diese Farbe. Und dann halt so ein paar so kleine. So. Also, die so. So sind. Ja. Und dann halt noch eins, das fand ich ganz süß, vielleicht für Karneval oder so, wenn ich als Minimaus gehe. Da hat man nämlich hier oben dann direkt das Schleif schon. Das waren meine Einkäufe bisher. Ich werde jetzt denke ich, am Pool hocken. Und heute Abend gehen wir dann nämlich noch ein bisschen einkaufen. Also Getränke und so weiter und so fort, weil das braucht man natürlich hier auch. Wir sind ja nicht im Hotel und das braucht man natürlich genau wie zu Hause. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Bei euch ist es jetzt gerade um die 9 Uhr morgens. Nee, früher. Doch, um die 9 Uhr müsste es bei euch sein. Gut, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.